Reboarding. Unter Reboarding ist der von der Organisation begleitete Prozess gemeint, wenn ein Teammitglied nach längerer Abwesenheit, zum Beispiel durch Elternzeit, Sabbatical, Pflegezeit, Krankheit oder auch Kurzarbeit in das Team zurückkehrt. Dabei ist es wichtig, das Teammitglied vor allem schnell wieder zu integrieren, aber auch, dass eventuelle Unsicherheiten oder Ängste durch die Abwesenheit gut aufgefangen werden. Folgende Punkte sind außerdem für ein erfolgreiches Reboarding von Bedeutung. Eine frühzeitige Planung kann dabei helfen, schon vorzeitig Bedürfnisse in der Zeit der Abwesenheit zu klären. Durch Benennung der Veränderungen, die es vielleicht gab, wie zum Beispiel durch besondere Ereignisse oder strategische Entscheidungen, helfen Sie dem Teammitglied in die alte neue Umgebung zurück. Strukturen schaffen, zum Beispiel mit einem Einarbeitungsplan und dem Prozess ausreichend Zeit zu geben. Kontakt halten, sofern möglich, um dem Teammitglied Sicherheit zu geben und es auf dem neuesten Stand zu halten. Unterstützung anbieten. Dies kann zum Beispiel bei bürokratischen Themen in der Abwesenheit geschehen, um Wertschätzung zu zeigen und das Teamgefühl aufrechtzuerhalten. Das Reboarding sollte nicht unterschätzt werden. Es gibt viel zu beachten, damit es ein erfolgreicher zweiter, erster Start im Unternehmen wird. Übrigens, mehr zum Thema Reboarding haben wir in diesem Video-Interview über den ersten Link in der Videobeschreibung.